IBIZA. Die malerische Abkürzung steht für Informations-, Beratungs- und Innovationszentrum zu Alternativen für Studienzweifler. Niklas Röhrig hatte vor 3 Jahren 2 Semester Maschinenbau studiert. Glücklich war er mit dem Studium nicht. An meinem Studium passte mir damals nicht, dass es sehr theoretisch war und ich nach der Schule direkt das gemacht habe, was alle anderen gemacht haben, ohne direkt auf meine Stärken zu hören. Er hat sein Studium abgebrochen, eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht und ist heute hochzufrieden. IBIZA bietet solchen zweifelnden Studierenden Hilfe an. Auf der Internetseite werden IHK-Ausbildungsberufe angezeigt und Betriebe, die Auszubildende suchen. Auch Beratungen werden angeboten. Dass wir eben wertschätzend auf Augenhöhe den jungen Studierenden erklären, das ist nicht das Ende der Welt jetzt, sondern es geht weiter. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie du eben auch zum Beispiel den Bachelor Professional der IHK absolvieren kannst, auf dem gleichen Bildungsniveau dann bist, als wie wenn du fertig studiert hättest. Niklas hat sogar als bayerischer Landesbester seine Ausbildung abgeschlossen. Hätte ihm IBIZA damals beim Studienabbruch genutzt? Vor 3 Jahren hätte mir das Projekt IBIZA sehr viel weitergeholfen, weil ich dort eine direkte Anlaufstelle gehabt hätte, um mich zu informieren und nicht alle Informationen mühselig aus dem Internet herausfiltern hätte müssen. Man muss also nicht aus allem eine Wissenschaft machen. Es geht auch sehr erfolgreich anders.